Heute ist das Filmteam von Kartoffelsalat 3 in Heide im Westküstenbüropark. Und da schaue ich mal hinter die Kulissen. Juhu! Huch. Das ist das Kamerateam bei Kartoffelsalat 3. Was spielt das für eine Rolle? Ich bin eine Lehrerin aus der Eliteschule. Ah. Ja. Welches Fach? Englisch. Ah. Englisch. Und ich sag dir, die Kim, die ist echt eine Frage für sich. Also, das ist echt, ja. Ein Thema für sich, wofür wir extra eine Konferenz brauchten. Für nur einen einzigen Schüler? Für nur einen einzigen Schüler. Kennst du das nicht? Klassenkonferenzen für einen Schüler wird darüber entschieden, ob sie rausfliegen oder bleiben dürfen. Ja, das habe ich früher auch so erlebt. Ja. Ja, wie muss das so aussehen? Heute ist der 31. Oktober. Wie ist unsere Maskenbildnerin? Wenn man richtig viel Glück hat, dann sieht man nach dem Bilden der Maske so aus. Wie heißt das Ding hier? Kartoffelsalat 3. Das Musical. Ruhe, wir drehen. Was ist das hier für eine Scheiße? Was muss ich da lesen? Hallo again. Das stimmt sogar als Puppe, habe ich festgestellt. Als Puppe? Ja, guck mal da. Die Haarfarbe stimmt nicht, aber sonst. Teeküche und Lounge. Hier sitzt der Produzent von Kartoffelsalat 3. Guten Tag. Hauke. Harry. Du bist Produzent. Mensch, ja. In diesem Fall der Produzent von Kartoffelsalat 3. Richtig. Du hast auch schon den ersten produziert? Genau. Und wieso 3 und nicht 2? Nö, zweite werden meistens scheiße. Also kannst du dir angucken, in allen Trilogien ist der zweite meistens schlecht. Hab ich direkt ausgelassen. Heute sind wir wo und was machen wir hier genau? Heute drehen wir hier im Büropark Westküste in Heide-Holstein. Und wir drehen heute, was drehen wir eigentlich? Eine Elite-Schule, Lehrerzimmer und ein... das Büro vom Elite-Rektor. Der rote Faden ist, nach unserem ersten Teil spielt die Geschichte spielt 10 Jahre später. Und der Leo weiß, gespielt von Fresh Torge, Torge Ulrich, der ist ja Rektor jetzt an der Schule und es gibt in Wesselburen ja 2 Schulen, das wissen wir aus dem ersten Teil, einmal die Elite-Schule mit den ganzen Zombies, mit den ganzen tollen Schülern und den tollen Elite-Lehrern und einmal die menschliche Schule. So. Und eine Schule soll jetzt aber geschlossen werden. So, und jetzt geht es darum, welche Schule geschlossen wird nach den Sommerferien und beide Schulen überlegen sich ein bisschen, was, wie sie es denn nicht sind im besten Fall. So, das ist eigentlich so der rote Faden. Wir erleben eine kleine Liebesgeschichte unter 2 Schülern. Gibt es ein Happy End? Das verrate ich nicht. Oh. Viele coole YouTuber, die dabei sind und auch ein paar coole Darsteller. Guck mal. Achso, und es ist komplett ein Musical. Kartoffelsalat 3, das Musical. Wir müssen uns den 6. Februar frei halten. Oh ja, bitte. Deutschlandweit, Österreich, Schweiz. Am 6.2. geht's los. Danke, tschüss. Ciao.